Ja, wir kennen die Athleten, ich brauche sie nicht mehr vorzustellen. Wir geben gleich Vollgas und wollen wissen, wer der Gesamtsieger ist. Vierteldrehung nach rechts. Vierter Drehung, Rücken an sich. Ja, genau. Vierter Drehung, Seiten an sich. Und wieder nach vorne, Front an sich. Vielen Dank. Das war das vorletzte Gesamtsiegerstechen. Die großen Vokale im grünen Hintergrund werden weniger. Einer wird jetzt gleich umgehend überreicht von unserem Präsidenten Erich Janner. Jetzt geht das große Rechnen wieder los. Gespannt auf das Ergebnis. Einen Sieger werden wir gleich haben. Das Ergebnis scheint festzustehen. Ja, das ist dieses Spannungsgefühl für die Athleten, die jetzt hinter der Bühne stehen und darauf warten, welche Nummer genannt wird. Diesen Top 3 Athleten, das ist der Wahnsinn. So gut, diese Qualität, die wir heute gesehen haben, unglaublich, super. Aber einer kann nur gewinnen. Und der Sieg, der erste Platz, nicht einstimmig. Also hier war die Kampfrichter sich nicht ganz sicher, aber man hat einen Sieger gefunden. Und der Gesamtsieger ist der Athlet mit der Startnummer 180, Daniel Pontratz von Eddie's Fitness. Ja. Genau das ist er. Herzlichen Glückwunsch! Gesamtsieger Physik, internationale deutsche Meisterschaft 2019. Nein, das wollen wir nicht erwähnen. Für die Statistiker, nein, nein. Ist der dritte Gesamtsieg, der nach Bayern geht. Richtig. Ah, die Bazis, richtig. Die Angeber. Nur mal so, für die Statistik. Gut. Apropos Bayern, Gesamtsieg, Physik. Apropos Statistik. Statistisch gesehen muss ja jeder irgendwann mal aufs Klo. Deswegen machen wir jetzt unsere nächste Pause.